Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge angespielt. Heute von dem Spiel Eternium Mage and Minions gibt es kostenlos fürs Handy. Und wir können erstmal zwischen Frau und Mann auswählen und dann zwischen den Klassen. Einem Krieger, einem Söldner, einem Magier. Wir werden wahrscheinlich den Magier mitnehmen. Der Söldner hat Schusswaffen, der Krieger hat Schild und Schwert und der Magier ist eben halt ein Magier. Ilota, Afrenak, Olis, Unroni, Zal, Iluni, Amoy, Virsul, Itik, ach Quatsch. Daki. Let's go. Vom Sound klingt das schon mal echt cool. Kann man hoffentlich ein bisschen mehr erwarten, hä? Neue Inhalte werden heruntergeladen. Kann man das nicht vor dem Game machen? Daumen hoch. Die Küsten der Hoffnung. Sie haben unsere Bücher verbrannt und zum Namen Ragadams, ihres verdorbenen Fürsten, versklavt. An dieser Kiste beginnt meine Rache. Ich werde dich jagen, Ragadam. Über alle Welten hinweg. Hat nur 2 Minuten gedauert, das Updaten. Zum Bewegen tippen. Oh, wir haben sogar Erfahrung. Nice. Achso, ich darf einfach hintippen. Alles klar. Zum Angreifen tippen. Aha. Oha. Okay. Sieht geil aus, oder? Hier ist ein Rubin. Ein Juwel. Aha. Okay. Game sieht erstmal geil aus, oder? Kann alles antippen. Hier ist noch was. Okay. Da wir da hin sollen, gehe ich erstmal hier lang. Lass mal einfach widerspenstig sein. Ein Zombie! Haben wir es von einem Hack and Slay, ne? Kommen wir darin? Nee. Ich will mein Gold noch hier haben. Danke sehr. Bam! Oh, ist das Magier gerade gewesen? Und wir heilen uns auf jeden Fall auch. Noch keine Zauber. Okay. Bam, 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 bam. Jetzt haben wir da bekommen eine Axt. Und wir haben schon ziemlich viel Stuff in unserem Ding. 10 bis 19. Aber hier haben wir halt einen Magierstab. Und den brauchen wir zum Zaubern. 12 Schaden, 510 Zähigkeit. Deine Fähigkeit, Schaden zu widerstehen, gibt einfach viel Schaden. Du einstecken kannst, ehe du umfällst. Achso, unser Leben und Erholung. Wie viel Zähigkeit du während dieser Saison. Okay, Zähigkeit. Alles klar, ja, machen wir mal noch ein paar. Hier ist Leben. Nehmen wir Leben. Das ist nicht Zähigkeit. Wahrscheinlich alle 2 Zähigkeit ein Leben in etwa. Leben pro Treffer, 5 Leben pro Sekunde regenerieren wir. Alles da, das steht also alles da. Folge der Straße. Okay, ich bin ja dabei. Wir haben da unten auf jeden Fall auch eine Map. Oben rechts, meine ich. Also das Game sieht sehr geil aus. Muss man schon sagen, ich liebe ja Hack and Slay. Ist ohne Kiste. Haha, easy. Wir haben auf jeden Fall Gold. Wie viel Gold haben wir schon? 85. Hier oben ist aber noch mehr. War Supplies, Complete Event Milestones and Arm. Okay. Achso, hier ist einfach nur so ein Krams, alles klar. Mal so ein kleines Stückchen lauter das Game. Lauter. Fähigkeit Brandopfer freigeschaltet. Ah, lol. Oha. Ach, guck mal, hier sehen wir die. Die Symbole, die wir zeichnen müssen, ne? Das ist einfach tippen und das ist ein V. Oha, mega gut. I like it. Zum Aufrufen des Inventars antippen. Wir haben Handschuhe. Plus die sagen so jetzt plus 9% Zähigkeit plus 9% Erholung. 46 Zähigkeit, nice. Er scheint kein Gegner zu sein. Finde Mortanimus Tadden. Wir generieren 5 Leben pro Sekunde. Das ist schon geil, dass man durch so Runen zaubern kann. Da ist er. Ein Bossgegner.
Mortanimus Tatten war tatsächlich sogar ein Gegner. Und wir sind ein Level aufgestiegen, Level 2. Geht's hier in die Berechnung, um das Level abzuschließen? Ah, okay. Aber hier unten war da was. Hier ist noch was. Okay, hier ist nichts. Mhm. Komm raus. Ah ja. Sehr interessant. I know you will do it, my friend. Your sword will slay thousands. Your plans will end demons. And your words will tame dragons. I know this because you have chosen to do it. And future has already bent to your will. I know you will do it, but I wonder still, to what end? To set free the living, or plunder the gold of the dead? Eternium. Mhm, interessantes Spiel auf jeden Fall. Das gefällt mir. Weißt du, kannst es schaffen. Mitsu ist ein Sammler. Beliebigen Gegenstand verkaufen. Okay. Gut, dich zu sehen, Dagi. Woher kennst du mich? Ich habe etwas für dich. Es scheint, als würde er unter seinem Bart lächeln. Alarion, alter Weiser. Willkommen zu Hause, Dagi. Ich bin Alarion. Meister Xagan hat mich beauftragt, dich zu begleiten. Nimm diese Waffe und schwinge sie. Du wirst sie bald brauchen. Alarions Stab. Im Vergleich zum ausgelösten Schaden plus 402% Schaden. Nice. Drück auf Quest abschließen, um deine Belohnung zu erhalten. Oha, Alter, die Waffe. Plus 402% Schaden. Nicht schlecht. Stell dich den Ruinen. Dagi, ich habe eine Mission für dich. Geh durch das Stadttor zu den Ruinen der Toten und vernichte das Monster Iskarion, Himmelsbrecher und seine Schergen. Alles klar. Hier haben wir noch ein Lager. Haben wir noch nicht freigeschaltet? Okay. Heiltrank nicht. Lol. Witzig. Akt 1 Eldrath. Ja, wir haben hier die Küsten der Hoffnung geschafft. Durchlauf 2 plus 1 Gem. 795 Gems. Alles durch 5 sind wir bei 140 Level. Es gibt 140 Level insgesamt. Heilige Kacke. Okay. Ruin der Toten. Ausgewogenen Gegner haben Level 2. Ausgewogenen Gegner haben Level 1. Ich brauche den Starkarm und die scharfe Axt meines alten Freundes Markus. Ich muss diese Ruinen durchqueren, um sein Dorf zu erreichen. Die Toten, die Ragadams Namen murmeln, stehen in meinem Weg. Boah, vor allem eine geile Waffe, Alter. Gehen, Ruin, okay. 146 Schaden, gute Leben, gehen natürlich auch wieder ein bisschen mehr Leben, logisch, ne? Mist. Oh, war noch gar nicht ready. Okay. Schnitter. Ah, Schnitter sind Sensenmänner. Ganz viele Coins, die will ich alle haben. Wir haben Level 2 schon erreicht. Hier ist noch eine kleine Schatzkiste, sehe ich an, hat der... Sehe ich anhand der Minimap, ne? Oh, greift bitte an. Ich dachte, er greift automatisch, aber ich glaube nur, wenn ich angegriffen werde und sie mich treffen, vielleicht. Ding, ding. Du hast neue Gegenstände. Wir können sie ausrüsten, und zwar Stiefel. Plus 8,6% Zähigkeit, plus 8,6% Erholung. Vor allem ist es einfach prozentual, ja? Wie geil ist das denn bitte? Was macht der Apfel? Okay. Alles klar. Burn! Wie viel Cooldown hat das? 5 Sekunden wahrscheinlich, oder? Und dann ist irgendwie noch eine Schatzkiste. Was auch sonst, außer eine Falle. Ein Silbererz habe ich bekommen. Oh, ich finde das Game ist so gut, dass wir gleich ein Let's Play ausmachen, ne? Ziehen wir es uns rein. Ich liebe ja solche Hack-and-Slay-Games. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht. Gehandeltes Leder?
Gewöhnliche Hose, die können wir uns auch noch anziehen. Vielleicht so ausgerüstete Hose plus 7,6. Let's go. Wir haben sogar noch einen Sockel dazu. Legen wir mal ab, wobei die könnten wir verkaufen. Ach, guck mal, hier haben wir noch mehr. Hier haben wir das Inventar, hier haben wir die Fähigkeiten. Hier haben wir zwei Medaillen. Angriffe, Fähigkeiten. Die gibt es noch später. Frostnova. Ach, guck mal, hier kann man tippen und hier. Ach, nee, okay. Man kann immer drei Skills nutzen. Alles klar. Passive Skills haben wir noch nicht. Nope. Zieh eine Fähigkeit hier, um sie zu verbessern. Verbessert für 25 Gold, fügt 80% des Waffenschadens zu. Braucht 10 Minuten, dann lass erstmal. Mein normaler Angriff. 5% mehr Schaden, okay. Ne, lassen wir erstmal, wenn wir es noch nicht brauchen. Dann ist okay, wir nehmen ihn doch mal wieder mit. Ich mag es nicht, wenn hier was rumliegt. Ankommen, ungewöhnlich. Also grüne Hose, die deutlich besser sein wird. Plus 3 Bewegungsgeschwindigkeit. Im Vergleich zu anderer ausgerüsteter Hose. Ich sehe gar nicht. Neuschmieden. Ich sehe gar nicht die Stats interessanterweise. Ne? Ich sehe nur, wie, ob sie besser ist oder nicht im Vergleich zu anderen. Aber ich sehe nicht die Stats, die dieser Gegenstand hat. Verfaulender Zombie. Und noch mehr. Und dann kommt her. Bam. Geilo. Wir können leveln, Leute. Wir haben schon wieder 161 Erfahrung. Genau, läuft alles schön durch. Das ist ein Magier hier, ne, oder? Dieser lila Streifen, den ich da jedes Mal sehe. Und der ist auf jeden Fall schnell, das finde ich gut. Und das sammelt sich automatisch ein, sobald ich einfach in der Nähe war. Das ist okay, wir müssen also nicht antippen. Iskarion Himmelsbrecher. Burn! Greife ich mich selber an? Ich weiß es gar nicht mit dem Feuer. Vielleicht mal lieber draußen stehen. Untoter Level 2 Elite. Aua. Hat mich doch noch getroffen, der Sack. Ansonsten war es das hier. Treasure Chest. Level abgeschlossen, du schreibst das Portal, um nach Hause zurückzukehren. Dieser Pfeil. Geht einfach da drüber. Okay, was haben wir hier noch? Stulpen, das ist, glaube ich. Ach nee, es ist für die Hände. Okay. Ja, nehme ich mit. Ist okay. Vergrößern. Oh, okay. Kann man das Inventar später noch vergrößern? Sehr nice. Okay, gibt es auch In-Game-Purchases? Braucht man wahrscheinlich jetzt aber nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Einstellungsmäßig. Spielauflösung Full. Internet verbirgt die Benutzer bis zum einen. Okay. Darstellungsdistanz. Kann die Leistung beeinträchtigen. Umgebung, Wetter, Terrain, Auflösung Auto. Das lassen wir einfach mal drin. Schlauer Fertigungsassistent aus. Leitpfeiler am Boden. Leuchtende. Ich stimmt, die Leitpfeiler am Boden mal ausmachen. Bist du im Spiel weit genug vor, kannst du sie deaktivieren. Na gut, lassen wir sie erstmal an. Ja, das finde ich ganz gut. Lassen wir mal an. Starte Auto-Attack after Casting. Nachdem wir einen Zauber gecastet haben, greifen wir an. Erweitert Bewegungsbegrenzung aus. Genau, das wollen wir nicht. Belohnungsvideos an. Bild wieder anzeigen. Wir haben 50 FPS. Aber wir machen es gleich wieder aus. Erfolg freigeschaltet. Ja, brauchen wir nicht. Tatsächlich brauchen wir das gar nicht. Sehr schön. Stell dich drinnen abgeschlossen. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Du hast Iskarion, den Himmelsbrecher, bezwungen und bist unbeschadet zu mir zurückgekehrt. Dafür gebührt dir mein Dank und dieses Rüstungsteil. Verteidiger der Ruinen. Uff, plus 17,3% Schaden. Nehme ich gerne mit. Und wir sind jetzt bei 28 Zähigkeit dazu. Wir haben jetzt insgesamt 275 Leben. Abwehrwert, 10% Chance, 60% Schaden zu reflektieren. Nice. Bewegungsgeschwindigkeit 20,4 Fuß pro Sekunde. Können wir verkaufen? Ja. Verkaufen wir erstmal, was wir nicht brauchen. Der Sound, Alter. Verbessere deine Fähigkeiten. Du kannst die Kraft deiner Fähigkeiten erhöhen, indem du sie verbesserst. Beginne mit der Verbesserung einer deiner Fähigkeiten. Okay. Dann gehen wir hier hinein. Ich würde sagen, wir nehmen das hier.
Weil ich glaube, das ist eher so das, was wir öfters nutzen, ne? 10 Minuten dauert's. Wir können es für 3 Juwele sofort beenden. Wir lassen es doch einfach mal. Da die Quest nur bedeutet, wir sollten es starten, nicht, dass wir es erledigen sollten. Dein alter Freund Markus wäre ein toller Begleiter bei deinen zukünftigen Aufgaben. Finde ihn in seinem Dorf. Kann ich das hier noch machen? Sorry, die 4 brauche ich abgeschlossen haben. Post. Gastwürze. Begleiteranheuern. Geht noch nicht. Juwelier. Level 10. Level 5. Level 6. Okay, ich kann einfach gar nichts machen, weil alle haben noch nicht die handeln noch nicht mit mir. Level 3. Markus muss hier sein. Mit ihm an meiner Seite kann man die Jagd nach Ragadam Erfolg haben. Markus Dorf. Lesen können wir auch immer hier. Ist auch ganz gut. Okay. Quark, die freien Murlocs. Hallo Magier. Meine Murloc-Bücher wurden von Ragadam versklavt, um für ihn zu schuften und zu kämpfen. Hilf mir, befreie sie aus Ragadams Gedankenfesseln. Ich bin keine große Kriegernatur, aber ich will dabei dieser Aufgabe beistehen. Okay. Na, easy. Wir müssen leider deine Frösche killen, ja? Es tut mir leid. Ich habe Level 3 erreicht, sehr schön. Was bringen wir denn nochmal ein höheres Level? Aktuell gar nichts, ne? Ich kann keine Skillpunkte verteilen oder ähnliches. Klopf, klopf. Geh weg! Ich bin Dark, hast du Markus gesehen? Wir haben ihn zum schwarzen Tommy jenseits der Brücke gebracht. Okay, könnte man einmal machen. Ist jemand in diesem Fass? Nein, halt den Mund. Okay. Murloc-Anführer. Sollten. Ja, nee, wir brauchen noch ein paar Gedankenfessel, alles klar. Bam. 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 Wird die automatisch mit? Ich hoffe. Ah ja, nicht ganz. Pilze. Verdächtig. Ja, hier unten ist aber noch welche. Hier unten sind noch welche. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Aua. Ein Skill des Gegners. Und Brandopfer. Let's go. Ups. Sehr schön. Oh, die wollen nach mir spucken. Und wir haben seine Quest abgeschlossen. Vielen Dank, Herr Magier. Belohnung, ein Juwel, 100 EP. Nehme ich doch gerne mit. Nehme ich doch gerne mit. Ich würde mich gerne mit WASD bewegen wollen, aber das geht nicht, ne? Weil ich immer auf diesen... Nee, das würde er zaubern. Okay. Ich würde mich ganz gerne wirklich gerne mit WASD bewegen. Aber ist nicht möglich. Ah, brennt, ihr Schufte. Okay, wir können also, während wir das benutzen, das finde ich ganz cool, während wir das benutzen, tatsächlich, das muss der Weg zum schwarzen Turm sein, unsere Skills verbessern. Finde ich sehr gut gelöst. Ah, jeden einzelnen Bereich erkunden. Level 4 sind die. Okay, das war etwas stark. Was haben wir hier? No more. Ach, guck mal, was ist das? Ah, okay, ich kann damit... Ah ja, verstehe. Das ist cool. Dass man wirklich. Oh. Dass man alles mit Runen machen kann. Ein äschernder Beschwörer. Wieder ein Juwel dazu. Sehr schön. Hier geht's noch lang. Aua. Die machen Aua, die machen sehr viel Aua. Ja. Und Heiltrank. Jetzt könnte man das zaubern. Ha, Hinterhalt, wer hätte es gedacht? Werde sterben? Niemals. Niemals werde ich mich besiegen. Ich bin ein hochrangiger Magier.
Ich habe erst was gefunden. Silbererz. Die ganze Zeit finde ich Silbererz. Wo ist Silbererz? Zehn Story Levels abschließen, okay. Aber wo ist das Silbererz, was ich die ganze Zeit finde? Schlecht. Mehr Schaden, aber den Erfahrungswert weniger. Und ich bin ja ein Magier, deswegen behalte ich tatsächlich auch mein Magierstab. Starke Gegner auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Regeneration. So viel. Oh, da kommt sogar noch einer raus. Nach hier kommen die Wimmisch One. Denn so viel. Oh, wir kriegen super viele Juwele. Angeblich. Sieht nicht danach aus. Wir brauchen noch, bis der vollständig verbessert ist. 4 Minuten 13. Und wir können später drei Zauber gleichzeitig verbessern. Mega gut. Das war sehr sinnvoll gewesen. Da haben wir auf jeden Fall noch ein kleines... den Stoff haben wir hier. Nachtstoff. Burn, Baby, burn. Verbrennt, ihr Mistviecher. Wir machen aber auch ziemlich guten Schaden, ne? Sehr nice. Ei. Finde Markus, ist unsere Quest. Ich frage mich, wem es gelungen ist, Markus zu überwältigen. Er ist bestimmt freiwillig gegangen. Verdammt, eine weise Ragadam-Schwester. Die heilt und schützt. Tja, das Problem ist, jeder Gegner, der stirbt, den kannst du nicht mehr wiederbeleben wahrscheinlich, ne? Hoffe ich. Beschwörender Himmelsbrecher, doch, der kann. Ein Protektor Elite. Ah, okay, er kann tatsächlich beschwören. Aber du wirst keine Chance gegen mich haben. Boah, der hat doch eine Chance gegen mich. Bin voll widerlich. Muss einfach nur dodgen. Dann passt das schon. Was haben wir da bekommen? Seidenstoffballen. Ich habe meinen Apfel dafür nutzen müssen, ist aber okay, denke ich. Hallo Markus. Markus, was machst du hier? Ich habe gerade diese Typen erledigt, dass du reinkamst. Ja, wie? Und dann hast du Pause gemacht und deine Axt geschärft? Du und Eileen, ihr macht euch ständig über mich lustig. Wo ist sie übrigens? Wir könnten ihre Heilkräfte ganz gut gebrauchen. Schauen wir doch bei ihr vorbei. Lassen wir nur unsere schöne Kiste mit. Ich rekrutiere Markus als Begleiter. Wäre zu Alaria und so. Wir haben einen neuen Skill mit Z. Was ist das für ein Skill? Oh, jetzt haben wir hier noch was Neues. Ah, das ist unser Team. Warum habe ich jetzt einen neuen Zauber? Oder wer? Oder ist es Markus seiner? Ah, es ist seiner, okay. Alles klar. Karte komplett geklärt. Wie man es kennt von mir. Mit Markus an deiner Seite bist du stärker, Darky. 10 Level, 500 Gold, 1000 Erfahrungen. Du hast Markus erfolgreich gerettet, Darky, aber er ist nicht der Einzige, der Hilfe benötigt. Mir wurde berichtet, dass Eileen ebenfalls gefangen wurde. Ihr wart in eurer Kindheit befreundet, oder? Sie wird in Andera festgehalten. Wenn du sie befreien gehst, nimm noch Markus mit. 1 Level, 500 Gold, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Ne, die haben wir immer noch nicht. Aber ich kann es ihm geben, ne? Erstmal können wir die mitnehmen. Grauenhafte Sabatons. Plus 3,6% Crit-Schaden. Du hast ungenutzte Fähigkeiten. Ach, guck mal, ich kann drei Passive nutzen. Alles klar. Leichtfüßig. Durchhaltevermögen. Leben ist um 11% erhöht. Das kann man gleich mal verbessern, sobald das hier weg ist. Kann man schon auch verbessern. Da ist mein Begleiter. Ich kann ihm allerdings tatsächlich nichts ändern. Also, ich kann ihn nicht ausrüsten oder ähnliches. Das epische Schwert Sturmklinge schlägt deine Feinde mit Blitzen nieder. 1,09 €, lass mal. Da haben wir nix. Ich sollte einfach aufhören, da oben rauf zu klicken. Mmh.
Wir haben noch einen Trank. Okay, dann gehen wir jetzt noch hier hin. Die Bruderschaft der linken Hand. Morgan, Darky, mein Bruder Ward lebt auf einem Hof an der Straße nach Andera. Wenn du ohnehin schon dort auf dem Weg bist, könntest du schauen, ob es ihm gut geht? Du weißt noch nicht, was als nächstes passieren wird, nachdem wir mit Morgens Bruder Ward gesprochen haben. Ring der Bruderschaft der linken Hand. Plus 9%, plus 9 Leben. Oh mein Gott, du 100. Achso, plus 174% Erholung. Ich dachte Erfahrung. Ja, Logo. Pilzeintopf. Auf der Straße nach Andara wachsen einige sehr leckere Pilze. Bring mir bitte noch welche mit. Meine Eintöpfe schmecken so gut, du wirst sie lieben. Darauf wette ich deinen letzten Heller. Schüssel voll Pilzeintopf. Eat it to double your agent experience for 15 minutes of active playing. Ah, für 15 Minuten aktiven Spielen. Das heißt nicht, wenn wir uns ausloggen. Das finde ich auch sehr nice gemacht. Muss man daran erkennen, dass Spiele wirklich gut sind. Weil sie sagen wirklich 15 Minuten Spielzeit. Nicht 15 Minuten Zeit ab jetzt, sondern wirklich 15 Minuten, wenn ich drin bin und spiele. Mega geil. Okay, haben wir noch mehr Quests? Eine Arena. Freunde habe ich keine. Kennt man ja. Ausschlachten. Was ist das? Ankleidekammer. Okay, dann werden wir noch Andera machen, denke ich. Ja, wir haben mehrere Durchläufe, die wir hier machen können. Wir sind unterwegs nach Andera, um Aileen, die Heilerin, zu finden. Der Weg dorthin ist jedoch voller Schergen Margroth, des Dämons des gespaltenen Berges. Okay, anstimmen kann ich auch. Sehr schön. Wir können in beide Richtungen gehen. Rechts ist noch ein grünes. Auf zwei. Was? Aufreizender Geist. Ward, Agraringenieur. Du musst Ward sein. Der Bruder Morgan erkundigt sich, wie es dir geht. Ach, hui. Du kennst Morgan? Du musst die ganze Strecke von Olding gekommen sein. Er lächelt, weicht aber deinen Blick aus. Geht es morgen gut? Er schien mir ganz in Ordnung. Ward nickt. Bei mir läuft es gerade nicht so toll. Was ist los? Automaton-Fehlfunktion. Meine Automatons sind irrsinnig geworden. Früher haben sie mir mit dem Hof geholfen und mich von den verdammten Skeletten beschützt, aber jetzt stellen sie sich gegen mich. Ich komme nicht mal in mein Haus rein. Ein Jahr lang war ich Programmierlehrling an der Akademie. Bitte, lege sie still und bringe mir ihre Programme. Vielleicht finde ich so heraus, was schiefgelaufen ist. Damit 7 korrumpierte Programme von Automatons in Wardens Hof. Okay, ich hätte eher gedacht, dass wir gegen ihn kämpfen, weißt du? Hätte ich eher vermutet. Achso, ich muss hier auf die Gegner direkt draufklicken, ne? Magst du Level 2 erreicht? Sehr nice. Ich glaube, anscheinend mal 30 Sekunden cooler, oder? War das nicht so? Was ich auf jeden Fall machen kann, ist einen weiteren Skill verbessern. Das trifft alle Gegner in meinem Kleid. Ach, guck mal. Oha, Level 10. 72 Stunden. Kann ich den passiven Skill auch verbessern? Um 12%. Gibt es hier noch mehr Stats? Ne, hier gibt es keine Stats. Was gibt's hier? Allein bis zu 55. Das finde ich gut. Erstmal machen wir Level 2 und dann Level 3. Synergie. Guck mal, wir haben noch Synergie. Synergie Level 1. Deine Synergielevel erhöht sich jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit verbesserst. Außerdem schaltest du Energieboni für deinen Helden frei. Plus 5 Vitalität, also mehr Leben. Und hier gibt es halt noch mehr Medaillons und alles. Alter, was für ein geiles Game, Leute. Wir haben mal einen Pilz. Noch ein Pilz. Na, sind schon ein bisschen zäh, weil wir jetzt natürlich zu zweit dabei sind, ne? Dafür müssen sie halt mehr Leben haben. Sehr gut. Oh, Schnitter, ganz viele. Was passiert, wenn Markus eigentlich stirbt? Was passiert, wenn ich eigentlich sterbe? Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Oh, ja, war da noch? Himmelsbrecher, Feuerteufel. Sehr gut. War doch was bereit? Let's go. Ja, wenn ich wegschnetzel, Himmelsbrecher, Feuerteufel. Aber ein starker Gegner. Voll fies, dass einfach überall die Gegner einfach rauskommen. Oh nein, das war nicht so eine gute Idee. Wie, Ansturm geht nicht? Warum geht das nicht? Burn! Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Leben. Charge.
Alter, der hat ihn einfach zu mir gestoßen. Wie mies ist das denn? Ah, ich glaube, Markus wird da verrecken, ne? Ich habe Level 5, Level 5 erreicht. Er ist tot. Double Charger, ekelhaft. Hässliche Magier. Du bist das schon, ne? Oder die da? Einfach killen sie mich. Das ist nicht weniger hübsch. Max hat auf jeden Fall Level 3 erreicht, ist gut. Dann muss ich einen Trank nutzen, oder? Ich hoffe nicht. Nochmal, ich habe einen Trank nicht zaubern können. Wenn du stark gegen ihn stehst, versuche ihn angriffen auszuweichen. Okay, wieder aufstehen. Zu klein. Okay, es passiert aber so nichts, wenn wir sterben sollten. Wenn man einfach wiederbelebt. Wir gehen erstmal hier lang. Ja, das war ein stark gegen der Wesen, muss ich schon sagen. Hier ist ein Heilzauber, das bringt mir jetzt im Wesen nicht mehr so viel. 4 von 10 Pilze. Haben wir. Müssen auf jeden Fall unsere Skills weiter verbessern. Wichtig. Dabei habe ich schon so viel Leben gehabt und die haben mich trotzdem gekillt. Nicht cool. Nicht so cool. Auch sind noch wirklich viele, muss man sagen. Eine Schatzkiste. Ist hier Pause währenddessen oder greifen die trotzdem weiter an? Ich habe einen neuen Angriff, Frostblitz. Ich hoffe, dass alle Ziele als gefroren gelten. Oha, fügt 420% Waffenschaden zu. Der hat nur 190%. Oh, ich habe neue Gegenstände. Hm. Alles klar. Wir können hier jetzt zusätzlich auch noch unsere ganzen Items sehen, die wir eingesammelt haben. Sehr cool. Okay, 420% Waffenschaden, schon viel. Greifen wir einfach an damit. Haben wir zwar besser, das war irgendwie Unsinn, aber egal. Bam. Das macht mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. Mehr Schaden ist immer toll. Schon das zweite gute Mobile Game, was ich hier gefunden habe. Nur nach The Dark Book. Und dann noch das Game. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ach, guck mal, links sehen wir noch den Cooldown von Ansturm. Der ist noch nicht wieder ready. Jetzt ist er ready. Wenn wir sterben sollten, macht's auch nichts, denn da passiert überhaupt nichts. Wir werden einfach überlebt. Zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann später noch ein paar Debuffs gibt. Sag mal da. Und eine Seite gerade bekommen. Ist aber eine lange Mission. Wo wird's hier hin, oder? Wo öffnet sich nach dem Kampf? Ah, okay. Ah ja. Interessant. Pilze haben wir abgeschlossen. Hier ist vielleicht auch noch ein Pilz. Gab viel zu viele Pilze. Die konnte man nicht verkacken. Oh, der Frostangriff ist schon ganz cool. Auch eine Kiste. Diese ganzen Fässer habe ich die ganze Zeit immer nicht anklickt. Neue Gegenstände. Eine Kapuze. Mehr Zähigkeit. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Brief an Alistar Taden. Professor Xagan berichtet seinem Kollegen Alistar Taden von den besorgniserregenden Ereignissen in Eldarath. An Professor Alistar Taden, Naturphilosophische Akademie von Andera, von Professor Alexander Xagan, Leuchtturmlabor.
Lieber Alistair, ich hoffe, dass sich dieser Brief so unermüdlich und geistreich wie üblich findet. Du weißt sicher, wie wenig ich von Aberglauben halte, Alistair, und auch, dass ich niemals von Forschung abraten würde, aber dieser Orden der Lebensschöpfer auf der Akademie beunruhigt mich doch sehr. Das Studium Lebensschöpfung ist ein edles Unterfangen, aber ich fürchte, dass es nicht das ist, was sie tun, mein Freund. Drei Lebensschöpfer haben mich hier im Leuchtturm aufgesucht. Sie tragen Uniformen und bleichen ihre Bärte. Meine Protest zum Trotz haben sie alle Bücher in der Bibliothek des Leuchtturms in Beschlag genommen. Sie wurden vom wandelnden Skeletten begleitet, Alistair. Ich befürchte, dass sie mit Nekromantie herumspielen und ich denke, dass du bereits deinen Verdacht hattest. Die Nächte Eldorath wurden zu oft von den ruhelosen Toten heimgesucht. Du weißt, dass sie einem Willen folgen, der nicht von dieser Welt ist. Wir können ihnen uns nicht beugsam machen. Sie zu erwecken, gibt dem Puppenspieler, dessen Namen ich weder aussprechen noch niederschreiben möchte, nur noch mehr Macht. Ich bitte dich, Alistair, versuche, diesen Orden der Lebensschöpfer so lange zu zügeln, wie du kannst. Ich werde dafür sorgen, dass Darkie sich nach Andera aufmacht. Es ist soweit. Ich hoffe, bald von dir zu hören, alter Freund. Mit freundlichen Grüßen, Alexander. Ah ja! Kennt man. So, so. Ja, tatsächlich würde ich ganz gerne die Heilerin. Achso, siehst du, die Heilerin suchen wir gerade. Wir sind auf dem Weg zur Heilerin. Da wollen wir eigentlich natürlich noch gar nicht hin, ne? Muss man mal dazu sagen. Ups. Bam! Angestürmt. Irgendwie greife ich nicht an. Irgendwie. Keine Ahnung, wie ich hier treffe. Also wie reingebackt in den Felsen oder so. Weiße Schwester. Er hat Level 4 erreicht. Sehr schön. Dann werden wir mal. Oha. War doch ein bisschen viel. Aber macht nichts. Ansturm ist bereit. Let's go. Zack. Brandopfer ist gleich ready. Das los geht's. Alle werden schön verbrannt. Ich hoffe, mein eigener natürlich nicht. Kann man nie wissen. Naja, das ist dann halt so Kollateralschäden. Das ist aber eine lange Mission gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so lang geht. Ach, da würde ich sagen, machen wir doch hier an der Stelle eine kleine Pause und machen dann gleich noch eine weitere Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Eternium. Ich danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.